Der Himmel über Deutschland. Im Sommer 1944 gehört er alliierten Bomberflotten. Doch noch immer droht Gefahr von deutscher Flak. Wir hatten den Eindruck, man könne aussteigen und darauf laufen. So stark war die Flak. Sidney Brown und seine Mannschaft werden am 24. August über Hannover von deutschen Jägern angegriffen. Für den Amerikaner ist es der erste Einsatz. Und der letzte. Es hat die Maschine regelrecht hochgeschleudert. Ich dachte, wir überschlagen uns und dann stürzten wir ab. Als sich die Türen öffneten, bin ich auf den Bombenschacht runtergestiegen, habe mich zu Bill rumgedreht, seine Hand geschüttelt und zu ihm gesagt, wir sehen uns am Boden. Sidney Brown und seine Mannschaft haben sich mit Fallschirmen gerettet. Sie werden festgenommen, zum Verhör gebracht. Der Transport stoppt in Rüsselsheim. In der Nacht zum 26. August zerstört ein britischer Bombenangriff die Bahnschienen und die Stadt. Da war natürlich alles total am Boden zerstört. Nicht nur, weil wir die ganze Nacht nicht geschlafen hatten, sondern wir haben gedacht, wie kann man nur sowas einem Volk antun? Und es war eigentlich so eine ohnmächtige Wut, eine Verzweiflung. Der neunte und schwerste Angriff auf Rüsselsheim. Die Stadt sucht nach Schuldigen. Als wir über die Straße gingen, fingen die Leute an, sich zu sammeln und zu murren und ihre Fäuste zu ballen. Und dann warf einer eine Dachlatte, glaube ich, war es, und es traf den Piloten am Kopf. Und da merkten wir, jetzt wird es ernst. Die amerikanischen Piloten werden durch die Straßen getrieben. Für manche Rüsselsheimer ist es die Stunde der Vergeltung. Wir wussten gar nicht, dass die uns nicht bombardiert hatten und waren natürlich sehr, sehr sauer, weil wir glaubten, die hätten uns bombardiert. Und waren schon gewisse Auswüchse, dass der eine oder andere sich mal gehen ließ und hat da draufgeschlagen. Es trifft Thomas Williams, Elmer Austin, Hage Stefankian. Die Rüsselsheimer bewaffnen sich mit Holzbalken, mit Pflastersteinen und schlagen zu. Jemand schlug mir auf den Hinterkopf und ich fiel nach vorne. An einer Mauer endet die Treibjagd in Mord. Ich habe zu keinem Zeitpunkt das Bewusstsein verloren, aber ich wünschte, ich hätte es. Ich stellte mich tot. Und als wir da lagen, konnte ich hören, wie ein Kamerad neben mir, ich konnte ein schreckliches, nicht schlagen, es war eher ein Treten hören. Es war Tritt auf Tritt auf Tritt. Es hörte sich an, als würde man ihn direkt am Kopf treffen. Und ich sagte, mein Gott, sie treten ihm das Gehirn heraus. Lynchjustiz. Das jüngste Opfer ist gerade 19 Jahre alt. Ich habe überhaupt nichts empfunden, denn die haben uns ja nachts gepeinigt und so weiter und es hat mir zwar leid getan, aber dass ich jetzt da Mitleid gehabt hätte, ich glaube zu diesem Zeitpunkt mit Sicherheit nicht. Zwei Jahre Bombenkrieg haben das Land verändert. Die Städte verwüstet. Menschlichkeit begraben unter Trümmern. Tag und Nacht fallen Bomben auf Hitlers Reich, das die Welt in Krieg und Verbrechen gestürzt hat. Es trifft alle, ohne Unterschied. Ich bin in Deutschland gewesen und ich habe Köln gesehen, Bremen und Hamburg und so weiter.
und ich habe die Zerstörungen gesehen. Aber ich habe auch das Londoner East End gesehen, das genauso verwüstet war. Es war Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und es ist noch mehr. Die Angriffe der deutschen Luftwaffe, wie hier auf London, will Großbritannien mit beispielloser Härte vergelten. Premier Churchill und Englands Bevölkerung sind sich einig, wollen Hitler Deutschland tödlich treffen. Die Pläne liegen dem Kriegskabinett schon lange vor. Bombenangriffe auf 52 Städte, überall in Deutschland. 15 Millionen Menschen. Die britische Waffe, das Bomberkommando. Seit Februar 1942 untersteht es Luftmarschall Arthur Harris. Man nannte ihn Butch Harris, das ist kurz für Butcher, Metzger. Und Sie wissen ja, was ein Metzger macht, er tötet Tiere. England rüstet auf. Doch kann Hitler Deutschland mit Bomben allein bezwungen werden? Viele Leute sagen, mit Bombenangriffen allein kann man niemals einen Krieg gewinnen. Nun, ich sage, es hat auch noch keiner versucht. Und wir werden schon sehen. Deutsche Städte sollen mit Bombenteppichen belegt, die Moral der Bevölkerung gebrochen werden. Im Frühjahr 1942 ist das Bombenangriff bereit. Viele der Piloten kommen direkt von der Schulbank. Die Harold Batchelder aus der Grafschaft Bedford. Ich wollte unbedingt zur Luft und fliegen. Ich wollte Pilot werden, seitdem ich 8 Jahre alt war. Und jetzt begann das Training. Ich hatte sehr schnell meinen Flugschein. Und dann holte mich das Bomberkommando. Die jungen Piloten sollen Flächenangriffe fliegen. Gegen die Zivilbevölkerung. Und gegen Hitlers Rüstungsschmieden. Der Tod von Zehntausenden ist kühl kalkuliert. Wenn wir arbeiteten, dies sozusagen meinten sie Militärziele auch. Denn sie stellen Unterseeboote, Flugzeuge, Gewehre her, nicht wahr? Natürlich sagte man, es ist unvermeidlich. Beinahe mit Bedauern, aber ich war nicht, dass man es wirklich bedauert hat. Man nannte Coventry, Birmingham, London immer wieder. So kam man den Eindruck, das wurde ins Gedächtnis, in den Geist eingeprägt, dass die Deutschen Leute sind, die solche Dinge wie Coventry machen. Also das war eine Rache. Als erstes trifft es die deutschen Küstenstädte, nahe und seichenden. Lübeck, die alte Hansestadt, hat kaum Rüstindustrie. Aber dicht bebaut und hat britischen Studien eine besondere Eigenschaft. Brennbarkeit für eins. Nun, die Leute, die sich damit auskannten, hatten herausgefunden, dass es mit Brandbomben am besten funktionierte. Natürlich musste man erst mit normalem Sprengstoff die Häuser zum Einsturz bringen und die Brandbomben würden dann den Rest erledigen. 29. März 1942. Die Feuerprobe. Die Lübecker Altstadt, ein Flammenmeer. Für die Deutschen eine neue Dimension des Krieges. Jetzt ihre Städtefront. Das hätte ich in meinem ganzen Leben nicht. Die Marienkirche brannte, die beiden Türme wie lodernde Fackeln. Und in dem Augenblick, als ich hinguckte, da knickte der Kirchturm ein. Und ich konnte die Glocken hören, die damit runterfielen. Und das war ein ganz schreckliches Gefühl. Und
die Glocken, als wenn sie, das war ein Abschied. 320 Menschen sind in dieser Nacht in Lübeck gestorben, 800 werden verletzt. Eine Tragödie. Und doch sind sie nur die ersten von hunderttausenden Bombenkriegsopfern. Aus dem Exil meldet sich ein Lübecker, der Schriftsteller Thomas Mann. Das geht mich an. Meine Vaterstadt. Aber ich denke an Coventry und habe nichts einzuwenden. Gegen die Lehre, dass alles bezahlt werden muss. Worte, die Ausgebombte schwer nachvollziehen können. Nun erst recht. Bei uns war das immer nun erst recht. Wir müssen uns wehren. Also die hauen ihre Stadt kaputt und wir müssen uns wehren. Und in Wirklichkeit hatten die sich ja auch gewehrt. Aus Gegenwehr wird Angriff. Das Bomberkommando will beweisen, auch eine Großstadt kann in einer Nacht zerstört werden. 30. Mai 1942, ein neues Ziel. Die Einsatzbesprechung fand nachmittags statt und wir merkten, irgendwie war da was Großes im Gange. Da war eine ganz besondere Atmosphäre und während dieser Besprechung wurde unser Ziel gesagt. Es war Köln. Und uns wurde gesagt, dass zum ersten Mal 1000 Bomber angreifen würden. 1000 Flugzeuge hat Arthur Harris zusammengebracht, um den Briten zu zeigen, wozu sein Bomberkommando fähig ist. Eine Armada im Anflug auf Köln. An den Motorengeräuschen konnten wir erkennen, da kommt was Dickes auf uns zu. Das war nicht vereinzelte Motorengeräusche, das war ja ein fürchterliches Brummen. Das Wahrzeichen Kölns, auch aus der Luft weithin sichtbar. Über 600 Jahre Bauzeit. Wenige Bomben würden genügen, all das zu zerstören. Die kostbaren Glasfenster haben die Kölner vorsorglich in Sicherheit gebracht. Doch die Angreifer wollen den Dom schonen. Man hat uns eine sehr detaillierte Karte von Köln gezeigt. Auf der sah man die Industrieanlagen, den Hauptbahnhof und den Dom. Und uns wurde gesagt, dass das ein sehr berühmter sei und wir sollten uns bemühen, ihn als Ziel zu markieren. Der Dom bleibt diesmal unversehrt. Köln geht in Flammen auf. Der Tod einer Stadt. Aus der Sicht der Angreifer ein abstraktes Bild. Der einzige Kontakt, den wir mit den Leuten unten hatten, unsere Opfer, war die Lichter, die funkelnden Lichter. Es war, als ob wir über einen schwarzen Samtteppich flogen und die Lichter unten funkelten wie Diamanten auf Samt. Und das war der einzige Kontakt, den wir mit den Leuten hatten. Für uns waren das kaum Individuen. Wir konnten das Jammer, wir konnten das Geschrei und das Heulen gar nicht hören. Das war unser einziger Kontakt. Der Tod für uns war geruchlos, lautlos. Wir konnten es nicht miterleben. Ich meine, wenn wir dabei gewesen wären, wenn wir das hätten mit ansehen müssen, hätten wir das nicht machen können, wie wir Kinder und Frauen verbrannt haben, sie ins Jenseits geschleudert haben. Das hätten wir nicht machen können. Eine Kölnerin, gezeichnet vom Schrecken einer Bombennacht. Einer von 150, die Domstadt durchleiden muss. Suche nach Angehörigen auf einer Liste, die nur Tote zählt. Das Trauma des Bombenkriegs prägt eine ganze Generation. Dieser schreckliche Geruch von verbrannten Menschen. Es waren ja unendlich viele verbrannt in der Nacht. Und die lagen ja damals auch dann am nächsten Tag mehr oder weniger ja so auf einem Haufen am Straßenrand in der Stadt. Bilder, wie sie in Deutschland jetzt zum Alltag werden.
Für mich war es so, als wenn es Berge gewesen wären, verkohlte Leichen, die da gelegen haben. Und dieser Geruch dieser verkohlten Menschen, der lag bei der ganzen Stadt, der war furchtbar. Inmitten der Trümmer der Dom. 14-mal im Krieg wird er getroffen. Präzises Zielen bei nächtlichen Bombardements nichts als Illusion. Nach dem 1000-Bomber-Angriff sind 45.000 Kölner obdachlos. Auch Flugblätter sollen die Moral der Deutschen erschüttern. Hermann Göring, Chef der deutschen Luftwaffe, wollte Meyer heißen, wenn ein feindliches Flugzeug über Deutschland erscheine. Ein britisches Flugblatt abgeworfen über deutschen Städten. Der Angriff auf Köln, er beflügelt die Briten. Es hat die Moral ungeheuer angehoben. Der Krieg lief zu diesem Zeitpunkt einfach nicht gut für uns. Sehen Sie, wir waren in Afrika fast geschlagen. Sie hatten uns aus Frankreich rausgeworfen. Und Angriffe wie der auf Köln haben der Moral in England einen ganz enormen Auftrieb gegeben. Immer tiefer dringen britische Bomberströme in Hitlers Reich vor. Was tun gegen den Tod aus der Luft? Schutz soll die Flakabwehr bieten. Die deutschen Nachtjäger können die britischen Angriffe nur behindern, nicht verhindern. Nacht für Nacht starrt in einen Kampf auf Leben und Tod. Vom Boden aus führen Jägerleitoffiziere die Piloten an die Ziele heran. Es ist ein technisierter Krieg, in dem die Nachtjäger anfangs für die alliierten Bomberflotten eine wirkliche Gefahr sind. Einer von ihnen ist Dietrich Schmidt-Barbo. Ich habe es vorgezogen, immer von hinten anzugreifen. Mal fast alle meine Erfolge habe ich auf die Art und Weise erreicht. Und zwar bin ich dann genau von hinten, vielleicht nicht ganz auf 50 Meter dran, das war ja dann nicht mehr nötig, hinten angeflogen und habe dann etwas tiefer natürlich und habe dann am Schluss ein bisschen hochgezogen und konnte also dann sehr sauber zielen zwischen die beiden linken Motoren zum Beispiel, wo die Trefferaussicht oder die Folge eines Beschusses am allersichersten waren. Da konnte man also genau hinzielen, da waren die Tanks, da waren die Motoren, da war die Benzinleitung und alles. Wenn man da einmal richtig reingetroffen hat, dann brannte die ganze linke Fläche. Es trifft nicht nur die Maschine, es trifft Menschen. Im Luftkampf über Deutschland verliert das britische Bomberkommando 56.000 Männer. Der Tod von Freunden und Kameraden. Harold Batchelder hat einen nie vergessen. Doug und ich waren auf der gleichen Stube auf einem Stützpunkt in Yorkshire. Und er hatte geheiratet, kurz bevor er Australien verließ. Und seine Frau erwartete ein Kind. Er machte sich Sorgen, weil er schon so lange keine Nachricht mehr bekommen hatte, als sie soweit war. Und tatsächlich war sie eine Woche über der Zeit. Und in der folgenden Nacht hatte Doug einen Einsatz und wurde über der Nordsee abgeschossen. Die ganze Mannschaft wurde getötet. Und ich kann einfach nicht vergessen, dass da irgendwo in Australien ein kleines Mädchen ist, das nie einen Vater hatte. Die Front am Himmel fordert unerbittlich Opfer auf beiden Seiten. Einen einzigen Abschuss eines Freundes habe ich selbst miterlebt. Das war Hänschen Augenstein. Der ist von den englischen Fernachtjägern erwischt worden. In der Münsterländer Bucht, das war nicht sehr weit. Ein Feuerball ziemlich nah über dem Boden, sagen wir mal 1000 Meter hoch, und den anschließenden Aufschlag. Keine Zeit für Trauer. Das Sterben geht weiter. Es ging ja um die Verteidigung unserer Heimat. Wir haben ja die Städte brennen sehen. Wir wussten ja, worum es ging. Wir wussten, wie das dort aussieht. Wir haben es ja x-mal selbst erlebt. Es gibt kaum eine deutsche Stadt, die ich nicht habe brennen sehen.
Kassel, München, Stuttgart, Berlin, Hamburg, wo immer.